Herzlich willkommen bei Planet Zoo in der finalen Version hier beim Metalizer. Ihr seht einen Live-Mitschnitt von Twitch. Und wenn ihr Fragen zu Planet Zoo habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Jetzt viel Spaß. So, willkommen bei deinem Franchise. Oh, ich hatte eine Idee. Ich habe eine Idee gehabt. Gestern Abend noch beim Einschlafen, als ich Fear the Walking Dead geguckt habe. Diese Serie ist zum Gruseln, weil sie so schlecht ist. Und zwar habe ich überlegt, eigentlich, wenn Planet Zoo gut läuft und ich das jetzt ab sofort dauerstreame, nur noch Planet Zoo streame, dann könnte man theoretisch Real-Life-Zoos und Parks, so Wildparks und sowas, ich benenne das Tier einfach Count. ob ich Real-Life-Zoos nachbaue. Ich bin ja in Hamburg groß geworden und ich war mir überlegen, ob man nicht Hagenbecks Tierpark zum Beispiel nachbaut. So als Idee. Ich glaube, das könnte das. Also, ich spiele mit dem Gedanken gerade. Mal gucken. Erstmal den paar Stunden. Locker. Wie nennen wir den ersten Park? Weil wir nennen mal. Wir können ihn nach Metal-Bands benennen. Oder nach Festivals. Aber wir nennen es einfach. Wir nennen ihn Iron Wacken. Ich bin bereit. Oh, der Kika streichelt so. Danilo, warum nicht? Oh nein! Oh nein! Wartet mal. Oh, der ist gut, ey. Der ist gut. Der Kika streichelt so. So, ja, man kann hier einen Banner noch wählen. Okay, Banner DLC ist, glaube ich, auch incoming. Der lest halt schneller. Das tut mir leid. Schreib schneller. So, Abzeichen. Ja, komm, wir sind heute der gemütliche Panda. Oder der Löwe. Das ist doch super für einen Kika. Streichelt so, wenn da so ein brüllender Löwe irgendwo drauf ist, ne? Finde ich gut, ey. So. Ja, aber wie kann ich den jetzt hier starten? Wartet mal. Ach so, aber unser Franchise, das ist das Franchise. Das Franchise ist natürlich Metalizer. Warte mal, Metalizer Inc. Und jetzt machen wir 9 so. Das Biom nehmen wir. Wir nehmen mal gemäßigt. Gemäßigt und Europa. Und wir nennen den jetzt hier den. Das ist der Kika-Streichel-Zoo. Bezahl mich. Ich kann bestimmt noch ein paar Mod-Starten vergeben. Das kriegen wir hin. Bezahlung kommt, wenn ich irgendwann damit. Also du trittst in Vorleistung erstmal. Und sobald der Channel hier so viel Geld abwirft, dass ich dich bezahlen kann, bezahle ich dich. Natürlich nicht rückwirkend, ne? Ja. Gut, das hier. Boah, das sieht aber nice aus, ey. Kennt ihr noch. Ey, das sieht aus wie das Windows. Das haben die doch. Kennt ihr das Windows-Logo noch? Von Windows XP war das, glaube ich, mit diesen Hügeln. Das sind die Windows XP-Hügel hier, ey. Ich sag euch das. Passt auch hier. Das sind die Windows XP-Hügel. Die beiden hier. Steam, Download abgeschlossen. Deluxe Edition Extras. Okay. Muss zuerst investieren, um Geld zu machen. Ja, aber das ist doch, Daniel, du investierst deine Leistung, also deine Fähigkeiten, wovon ich ausgehe, dass du ganz viele hast, die investierst du in mich, um dann später Profit zu machen. Ich finde das klingt eigentlich total super, finde ich. Danke, Daniel, du bist, also, das finde ich gut. So, wir machen erstmal, den Arbeitnehmer nicht, aber ja, umso besser. Du glaubst an das Prinzip, was wir hier haben. Also an die Metalizer Inc. Da glaubst du ganz fest dran. Und nicht jetzt eigentlich, also ich weiß nicht. Klingt für mich erstmal jetzt fair. Ist immer ein Geben und Nehmen, ne? Das ist wie im Leben halt.
Na, die du gibst und die anderen nehmen. Finde ich jetzt eigentlich, also, ich weiß gar nicht. Metalizer-Tinte? Boah, Alter, ich könnte ein Tattoo-Studio aufmachen. Das erste Tattoo-Studio, in dem der Inhaber keine eigenen Tattoos hat. Und es gibt eine Einschienenbahn. Alter, wie geil, ey. Es gibt so viele Sachen. Es gibt so viele Sachen, die jetzt noch mit der neue dazugekommen sind. Oh, ich raste aus. Wir brauchen aber erstmal hier Buden für die Mitarbeiter. Und da könnt ihr gleich mal sehen, wie ich mich um meine Mitarbeiter hier kümmere, ja. Wir brauchen so eine kleine Tierpflegehütte erstmal. Ich glaube gar nicht, wie lange ich auf dieses Spiel gewartet habe. So, das erste Gehege, das bauen wir nämlich auch dann hier vorne direkt hin. Am Eingang. So, dann brauchen wir eine Quarantänebude. Kommt auch so hin, direkt. Mitarbeiterraum, wo die Pause machen können. Zur Promotion mache ich Barbecue. Veganes Barbecue. So schön mit Analogkäse oder so. Daniel, du bist eigentlich, ich glaube, du wärst ein perfekt gewiefter Geschäftsmann. So, ein Forschungszentrum brauchen wir auch. Ich glaube, ich muss Danilo wirklich anstellen. Ich hoffe, wenn Dark ein gutes Zeugnis für dich ablegt, dann bist du im Vorfeld erstmal eingestellt. So eine Werkstatt. Und du hast ja auch schon zugesagt quasi, also auch ohne Bezahlung und so. Da habe ich jetzt keinen Aufschrei der Gewerkschaft oder sowas gehört. Von daher. Willkommen. So, zack. Handelszentrum brauchen wir auch. Damit wir auch Tiere kaufen und verkaufen können. Nicht nur die Besten der Besten. Kranke Tiere kommen hier nicht in den Park. Gut. Dann gucken wir erstmal, was wir so da so Schönes haben. Wieso gibt es denn schon... Es gibt Trampeltiere und Erdferkel. Hier holen wir uns mal die Erdferkel. So, Erdferkel. So ein Komodo-Drachen. Ey, warte mal. Ja. Papiere gibt's auch schon. Wo haben wir denn die Komodo-Warane? Komodo. Es gibt hier, warte mal, habe ich gerade irgendwas mit Bonobo gelesen? Bis gleich. Ach so. Hier in Borneo und Utan gibt es auch. Die beiden hier. Da fehlen aber auch die Bilder irgendwie. Ein Gepard, aber ein Bonobo, ein Bongo. Was ist denn ein Bongo? Ein Bingo-Bongo. King of the Bongo. Ja, ich weiß nicht was. Ich guck gerade noch. Die heißen aber, glaube ich, die heißen nicht Erdmännchen. Ich glaube, die heißen anders. Erdmännchen heißen schon immer Erdmännchen? Ich bin mir nicht sicher, ob die schon immer Erdmännchen hießen. Moment. Wo war denn das hier? Wo war, warte mal, Moment. Oh Gott, hier oben, Zoopedia. Es gibt eine australische Großschabe. Okay, das ist ein Bongo hier. Das ist ein Bongo. Es gibt ein chinesisches Schuppentier. Es gibt eine echte Achatschnecke. Erdferkel. Ich weiß gar nicht, was ich mir geholt habe. Nee, die hatte ich noch nicht. Die gab es in der Beta noch nicht. Die Erdferkel. Nee. Da gab es Warzenschweine gab es. Leguane gibt es. Haariger Wüstenskorpion. Harry Hirsch hier. Ein Japan-Makak. Kata, kleiner Panda. Oh, es gibt Panda, kleine Pandas. Ja, wahrscheinlich, ne? Warte mal. Ja.
Okapi. Es gibt einen rosa Flamingo. Oh, diese roten Waris, die sind witzig. Ach, das sind die Trampeltiere. Ach, das sind Kamele. Die heißen Kamele und nicht Trampeltiere. Kamelos, aber wir haben zwei geholt davon schon. ja, super, dass wir uns gleich so, oh Gott. Gut, schön, dass der Metalizer gleich wieder die größten Tiere sich in den Park reinholt. Wie hießen die nochmal? Was meinst du nochmal? Hier die Erdmännchen. Gibt keine Erdmännchen, glaube ich, ja. Ja. Komodowaran, ja, die Komodowaran holen sie. Otter. Otter. Fischotter. Element NO. Hier ist Okapi. Fischotter sehe ich jetzt auch noch nicht. Nee, Fischotter gibt es auch noch nicht. Das wird dann das DLC wahrscheinlich werden. Wir gucken gleich mal. Die Arztpraxis. Wir haben die Tierarztpraxis vergessen. So. Gut, jetzt brauchen wir noch Mitarbeiter erstmal kurz. Dann holen wir gleich. Komodowarane holen wir uns ja als nächstes. Die holen wir uns ja als nächstes. Wir brauchen einen Zoopfleger. Dann brauchen wir einen Tierpfleger. Vielleicht sogar zwei. Gucken wir gleich mal. Techniker. Sicherheitsbeamter brauchen wir erstmal noch nicht. Und einen Tierarzt. So. Ja, weißt du, warum die so gut mit Bällen umgehen können, Danilo? Weil die haben einen, die haben so ein Steinchen. Und das Steinchen packen die hier unter ihre Achseln. Das haben die ein Leben lang, haben sie dieses Steinchen. Das ist so quasi deren, ja, wie sagt man, Glückssteinchen. Deswegen können die so gut jonglieren und so mit Bällen umgehen und so. So, Wege. Wir brauchen. Also. Alice. Alice underscore im underscore Wunderland underscore ist seit 21 Monat in Miglia Derban. May the metal with you, was Sagtine High, Nash dem Essen and Surfer G Fressen hat, Dash Net Servier, so mit Frustux. Less than 3. Oh ja, EDG auch. Den Witz merke ich mir. Vielen Dank, danke. Kriegst du ja einen Kuss dafür sogar. Yeah. Ja. Schön nettes Frühstücksbrettchen. Mm. So, ich glaube, die Kamele brauchen wahrscheinlich ein bisschen. Ja, Dark ist im Call of Duty Fieber. Unfassbar. So. Warum reden jetzt eigentlich gerade? Ach gut, wir spielen ja in Europa. Ja. Das ist gut. Alice meint gerade, wenn es regnet und man die Augen zumacht, dann klingt das wie Applaus. Das ist eigentlich echt gut. Aber ich möchte gerade keinen Regen haben. Moment, das muss ich gleich mal ausschalten. Das Ding wirklich wie Applaus. Verdammt, ey, das ist echt clever, ey. Wieder nimmt ihn nicht mehr mit, Danilo. Warum nimmt er dich nicht mit? Das klingt echt wie Applaus. Das ist ja krass. Das wusste ich noch gar nicht bisher. Das Rauschen des Meeres aus der Muschel, ja. Ja, das stimmt. Aber weißt du, was es eigentlich wirklich ist? Nein, ich verrat's nicht. Das Blut bzw. Herzschlag, ja. Moment, ich muss das Wetter erstmal ausmachen hier. Kann man das nicht irgendwie aus...
Ich mache den Applaus aus. Ja, hier wird nicht geklatscht. Solange wir hier nicht mit Milliarden von Euros im Plus sind in unserem Park, wird hier nicht geklatscht. So. Gut, der Mitarbeitereingang ist fertig. Jetzt holen wir uns mal die Tiere, Tierhandel. Moment, wir brauchen... Hatten wir Erdferkel geholt? Moment. Anlauf. Genau, wir hatten uns Erdferkel geholt. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal ein männliches Erdferkel, denke ich. Damit er mit den Damen da... Ja, hier zum Beispiel. Zack, aufnehmen. Zupedia. Ach, die hatten wir uns geholt. Ach so. Oh. Ich dachte, wir haben uns was anderes geholt. Ja. Da fragt man sich, was machen wir da eigentlich, genau. Das war die erste Folge von Planet Zoo. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefällt, lasst gerne ein Like da. Die nächsten Videos folgen in Kürze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Metalizer.